Ich habe so heftig verpennt wie noch nie. Hallo zusammen, du bist mich auf meiner Rampe. Eigentlich wollte ich einen Vlog machen von meinem immer wieder Sonntagswochenende. Ich habe diesen Vlog auch angefangen. Ich habe dann nur irgendwann vergessen zu filmen. Es gab ein unglaublich großes Malheur. Wir werden jetzt mal in diesen Vlog reinschauen, soweit ich ihn gedreht habe, beziehungsweise soweit ich gefilmt habe. Und ich werde das Ganze jetzt mal kommentieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf YouTube. Für mich geht es jetzt nach Rust in den Europapark zu den Proben. Wir haben heute Samstagmorgen, wir haben gerade 6:45 zu den Proben von immer wieder sonntags. Denn ich bin da morgen beim Sommer, bei der Sommerhitparade dabei. Keine Ahnung, wie ich schaffe, groß zu vloggen, weil ich glaube, relativ viel zu tun habe dort. Keine Ahnung, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal hier diesen Vlog an und vielleicht wird er ja sogar gut. Eventually. So, wie ihr seht, ich bin jetzt hier im Europapark angekommen. Da sieht man schon den Silverstar. Ich gehe jetzt mal hier noch in die Umkleide alles checken, gucken, dass alles vor Ort passt und so weiter. Noch mit der Maske die ganze Sache besprechen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Das ist meine Garderobe hier und ohne Witz, Leute, das letzte Mal, als ich hier war, ich glaube, das ist schon 6-7 Jahre her oder sowas. Wir sind schwuppdiwupp und alle Pickel sind weg, ey, was die Maske alles ausmacht. Also wie gesagt, die Maske ist jetzt fertig und jetzt geht's für mich zu den Proben. Ich bin gespannt, ich freue mich, los geht's. Die Proben sind rum, es hat jetzt schon 25 Grad, ich schwitze so, das gibt's gar nicht. Aber egal, es hat richtig viel Spaß gemacht. Yo, bis zu diesem Punkt hier lief noch alles nach Plan bei meinem Vlog. So. Irgendwie ist mega warm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen platt. Wir haben jetzt 4:30. Die Generalprobe fängt jetzt gleich an. Ich bin jetzt nur noch mal ganz kurz frisch machen. Für mich war das Ganze heute jetzt noch ziemlich stressig, weil ich direkt nach der Probe heim muss. Was heißt heim? Auf den Auftritt. Ich muss ja noch auf einer Hochzeit spielen und so weiter. Das heißt, es wird wahrscheinlich 3, bis ich heimkomme. Und dann darf ich morgen früh 6 wieder los. Das wird ziemlich, ziemlich spannend und sportlich, aber ganz egal, wir schaffen das. Ab geht's zur Generalprobe. Und ab hier war vorbei mit meinem wundervollen Vlog. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch Gesamtprobe. Das Schöne an der Gesamtprobe, ich durfte direkt nach meinem Auftritt gehen, weil ich abends noch eine Hochzeit zu begleiten hatte. Ich habe früher mal viel DJ auf Hochzeiten und sowas gemacht. Ich mache es inzwischen gar nicht mehr, da gibt es auch nichts mehr im Netz davon, das braucht auch kein Mensch mehr. Auf jeden Fall, es war ein befreundetes Paar von mir, die haben geheiratet und haben mich gefragt, Mia, kannst du das nicht unbedingt bitte machen? Habe ich gesagt, ja, ich mache es ausnahmsweise für euch noch. Und da das Fernseher relativ spontan ist, kam dann die Anfrage von immer wieder sonntags 2-3 Wochen vor diesem Auftritt. Da habe ich denen ja schon zugesagt und ich wollte auf keinen Fall diese Hochzeit absagen. Ich habe es denen versprochen, also ziehe ich das Ganze auch durch. Was ein Stress, ihr seht, ich bin umgezogen, bin jetzt gerade kurz vom Europapark hier hergefahren, circa 250 Kilometer. Wir haben jetzt 7:30. Ich mache jetzt hier die Hochzeit, das wird wahrscheinlich bis um 3-4 gehen. Ich hoffe nicht ganz so lang. Auf dieser Hochzeit angekommen, habe erstmal meine ganze Sache aufgebaut und dann habe ich noch was gegessen. Und dann ging es auch schon voll los, das heißt, ich muss dann den ganzen Abend Musik machen, moderieren und sowas für den Hochzeitstanz und so weiter. Und dann geht's morgen früh wieder los. Ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin. 3:55 Uhr, ich bin jetzt daheim, in 1,5 Stunden klingelt der Wecker. Gute Nacht. Wir haben jetzt kurz vor 4 Uhr, den Rest könnt ihr euch denken. Die Sendung fängt um 10 Uhr an. Ich muss davor noch in die Maske. Wir fahren 2,5 Stunden in den Europapark nach Rust und ich muss noch duschen und so weiter. Also habe ich gesagt, ich gehe jetzt ganz kurz schlafen. Stell mir 3 Wecker, ganz wichtig, 3 Wecker, dass ich auf keinen Fall verschlafen kann. Ich habe einen Kumpel organisiert, der mich am nächsten Tag fährt. So, Micha geht schlafen. A few moments later. An den nächsten Moment, an den ich mich jetzt erinnern kann, ich liege im Bett und es lässt Riesenschläge und ich denke so, was geht ab? Merk, mein Kumpel schlägt voll gegen mein Fenster. Ich denke, schau auf die Uhr, 6:15 Uhr. Kurz nebenbei, es war geplant, dass wir um 6 Uhr losfahren. Wir fahren circa 2,5 Stunden. Ich muss um 8:30 Uhr in der Maske sein. Sprich, das hätte alles ganz genau gereicht. Okay, Micha aufgestanden, unter die Dusche, schnell geduscht, schnell rasiert und losgefahren. Meine erste Frage war, warum konnte ich verschlafen, nachdem ich mir 3 Wecker gestellt habe? Und ich war mir komplett sicher, ich habe keinen der Wecker überhört. Ich schaue in die Wecker. Was hat der Vollidiot Micha gemacht? Hat jeden Wecker anstatt um 5:40 Uhr auf 6:40 Uhr gestellt.
Ganz großes Kino, Micha. Dann saßen wir um ca. 6.30 Uhr im Auto. Ich habe, glaube ich, in 5 Minuten geduscht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Mein Kumpel ist gefahren. Ich sag's, als wir auf der Autobahn waren. Kollege, 170 Tempomat rein, runter. Und ich gehe jetzt nochmal eine Runde pennen. Nachdem ich dann nach einer Stunde aufgewacht bin, hat er es tatsächlich geschafft, nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten reinzuholen, sodass wir um Punkt 8.30 Uhr im Europapark angekommen sind. Ich bin dann sofort in die Maske, habe mich dann direkt umgezogen. Und dann hatte ich da noch so ca. eine halbe, dreiviertel Stunde Luft. Dann haben wir erstmal noch was gefrühstückt. Und ich konnte erstmal durchatmen. So, und dann war erstmal der ganze Stress verdaut. Wunderschönen guten Morgen. Nach einem kleinen Malheur sind wir jetzt im Europapark angekommen. Ich war schon in der Maske, bin schon umgezogen. Wir laufen jetzt direkt zur Arena vor und dann geht's los. Jawohl, und dann war die Sendung um. Ich mache jetzt mal noch ein ganz kurzes Feedback zur Sendung. Ich fand es mega, mega spannend. Das war ja für mich eigentlich so meine erste große TV-Produktion oder wo ich dann alleine meine Songs vortragen konnte. Mein eigener Song. Ich bin leider nicht weitergekommen. Ich gönne es dem Markus von Herzen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist trotzdem wahnsinnig, wie viel Support ich bekommen habe. Ich habe am Abend über 500 Nachrichten allein auf Instagram und Facebook gehabt, auf WhatsApp noch unzählige, bis ich da durch war mit dem Bearbeiten. Es hat ewig lang gedauert, aber auf jeden Fall wollte ich mich da bei euch bedanken für diesen mega, mega krassen Support. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich glaube, mir als Künstler hat es auch das ein oder andere gebracht. Man sieht es auch an den Followerzahlen, an den Homepage-Aufrufen und so weiter. Das war meine Erfahrung mit immer wieder sonntags nach meinem kleinen Malheur. Ich fand es auf jeden Fall richtig spaßig und das war mein kurzes Video, mein eigentlicher Vlog dazu. Liebe Grüße, Micha von der Rampe.